Seit 2 Wochen circa habe ich jetzt die Sony Alpha 7 IV, die mich heute übrigens auch aufnimmt. Die Sony Alpha 7 IV habe ich mir gekauft in so einem Kit, zusammen mit diesem Objektiv, dem hier. Das 28-70 von Sony. Und genau darum soll es heute gehen. Was ich von dem Ding halte, für so ein Pipi-Objektiv, wenn man es so nennen darf, eins sage ich euch, das hätte ich nie gedacht. Crema im Kaffee, seit wann ist das eigentlich Trend? War das immer schon so? Ich kenne das nur von zu Hause meiner Eltern früher, als ich noch ganz klein war. Filterkaffee. Das sah immer aus wie schwarzes Wasser. Wie Cola, aber in warm. Naja, egal. Freunde der leichten Unterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wirklich ein Traum, dass ihr den Weg mal wieder zu meinem Kanal gefunden habt. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, gerne abonnieren, wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt. Solltet ihr einer von den Abonnenten bereits sein, möchte ich mich an der Stelle bedanken für euren Support. Das tut mir natürlich total gut. Solltet ihr aber jemand sein, der meinen Kanal schon des Öfteren besucht hat, aber noch nicht abonniert hat, Freunde, was ist los? Heute geht es um dieses wunderschöne, kleine und feine 28-70 von Sony. Ich habe mir diese Sony Alpha 7 IV organisiert in einem Kit, in einem Bundle. Und als ich das dann ausgepackt hatte, oder die ganzen Kartons und so weiter ausgepackt habe und die Kamera rausholen wollte, weil ich ja total aufgeregt war, hatte ich auch irgendwann mal dieses Teil in der Hand. Übrigens, da fällt mir gerade was ein. Im Vergleich zu Canon zum Beispiel, ne, muss ich der Sony-Gemeinde mal ein großes Lob aussprechen, was die Umweltbilanz angeht. Denn die Sony Alpha 7 IV war komplett natürlich in einem Karton verpackt, aber der Karton, also das Innenleben des Kartons, war ebenfalls komplett aus Karton. Also die Kamera war richtig schön in so einem vorgeformten Kartonagengedöns reingesteckt worden. Die Leute, die vielleicht eine R6 oder eine R5 gekauft haben, die wissen jetzt, wovon ich rede. Da hatte man irgendwie so ein Plastik-Innenleben. Da waren zwar Ausbuchtungen, aber irgendwie die Kamera, die schwabbelte da so hin und her. Also so richtig durchdacht war das nicht. Ganz anders bei Sony. Und auch alle anderen Sony-Einzelteile, die mit in dem Karton waren, waren ebenfalls alle in so einem Zellulosebeutel, so einem Jutesack, irgendwas, was auf jeden Fall auf einem Kompost nach 3 Tagen verrottet ist, eingepackt. Sehr, sehr großes Lob, umwelttechnisch ganz weit vorne. Das Einzige, was tatsächlich in Plastik eingepackt war, sind diese Akkus oder war der Akku in der Verpackung. Das hat wahrscheinlich was Versicherungstechnisches zu tun. Weil, also so ein Akku ist ja Gefahrgut und vielleicht, wenn der mal Funken schlägt oder so, ist natürlich Plastik schwer entflammbar oder sagen wir mal schwerer entflammbar als dieser Jute. Kram. Ist ja auch im Grunde eigentlich völlig egal, ist mir nur aufgefallen und das sehr positiv. Also Sony, dahingehend macht ihr alles richtig. Ob ihr allerdings auch alles richtig gemacht habt, rund um dieses Objektiv? Ja. Wo fange ich an? Ich habe wirklich viel zu erzählen. Irgendwo muss ich ja anfangen. Gewicht. Dieses Teil, als ich es aus der Packung geholt habe, wiegt knapp 300 Gramm. 295 Gramm und ist damit tatsächlich, zumindest für mich gefühlt, als jemand, der tagtäglich mit dem RF-2470 unterwegs war, ist das für mich ein Fliegengewicht. Und als ich dann dieses Objektiv von seinem ebenfalls Jute-Beutel-ähnlichen Konstrukt da befreit habe, habe ich gedacht, oh, das fühlt sich immer gut an. Das ist aber sehr schön. Diese Gummierung hier, das hier alles, was dir so, also der Zoom-Ring, der Fokusring, wirklich, Freunde, das fühlt sich alles richtig gut an. Aufgrund des positiven ersten Eindrucks, welches ich mit diesem Objektiv hatte, habe ich erstmal aufgrund meines Nichtwissens gegoogelt, was ist denn das hier überhaupt für ein Ding? Und da ist mir was aufgefallen. Dieses Objektiv ist ja nicht nur leicht, also 300 Gramm, sondern auch eigentlich saugünstig. Ich habe das irgendwo bei einem Fotofachhändler für, keine Ahnung, 400 Euro, 500 Euro gefunden. Ich habe es aber auch gebraucht gefunden für 150 bis 200 Euro. Sagen wir mal die goldene Mitte, 350 Euro vielleicht. Dann bekommt man für 350 Euro eine Brennweite von 28 bis 70, die super gut einsetzbar ist, die ja fast dem entspricht, was ich jahrelang gewohnt war.
Aber das Ganze für gefühlt 600 Gramm weniger Gewicht. Aber gut, klar, so eine Kit-Linse kann natürlich nicht die Qualität aufbringen, die so ein RF2470 aufbringen kann. Naja, und was soll ich sagen? Genau da sind wir eigentlich schon beim Thema. Denn bei diesem Objektiv fehlt, also ist ja im Grunde auch klar, die Spritzwasserdichtigkeit. Hinten am Bajonett, das ist übrigens aus Metall, das ist schon mal nicht schlecht, aber am Bajonett selbst gibt es keinerlei Möglichkeiten, irgendwie die Spritzwasserdichtigkeit einzubauen. Also irgendwelche Gummiringe oder so sucht man hier vergebens. Was man ebenfalls vergebens sucht, und das war für mich erst sehr ungewohnt, weil ich das gar nicht gewohnt war, komplett am gesamten Objektiv, wenn man das so einmal hier so ringsrum dreht, seht ihr das? Fehlt alles. Ich habe noch nicht mal einen AF-Schalter, der von manuell auf Automatik schaltet. Habe ich nicht. Muss ich in der Kamera machen. Was allerdings kein Problem ist, kann man sich per Knopfdruck also programmieren. Ein Knopfdruck, zack, manuell. Nochmal Knopfdruck, zack, automatisch. Also geht relativ easy. Ich habe hier auch nicht, wie bei den meisten Objektiven von Sony, gerade in der G-Reihe oder G-Master-Reihe, so einen Funktionsknopf, den ich mir da sozusagen frei bewählen kann mit irgendwelchen Funktionen, habe ich hier auch nicht. Und ebenfalls bei den meisten G-Master oder G-Modellen von Sony fehlt hier auch ein Blendenring. Ich zeige das nochmal. Hier nix Blende. Gibt's nicht. Ist aber auch nicht so dramatisch, weil auch da die ganzen Regler und so, dafür sind ja im Grunde an der Kamera. Wer also nicht unbedingt diese ganzen Knöpfe an dem Objektiv braucht und auf eine Spritzwasserdichtigkeit verzichten kann, der ist auf jeden Fall noch im Rennen. Natürlich habe ich mir auch gedacht, gut, okay, Kit-Objektiv in der Packung bei der Sony und ich bin seit Jahren hier irgendwie High-End-Nutzer mit meinem RF2470 und da kommt natürlich nichts dran. Für eine Zoom-Brennweite 24 bis 70 mm, was Schärferes gibt es nicht in dem Bereich, also braucht der Kandidat hier eigentlich. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich das Ding auspacke, das Teil kommt sofort in den Schrank bzw. zur Seite und wird erstmal schnellstmöglich wieder verkauft. Weil ich davon ausgegangen bin, dass die Bildqualität natürlich bei dem kleinen Teil, was irgendwie hier so einen Eindruck macht, wie als wenn es von bei Action auf dem Wühltisch gelegen wäre, darf man das sagen? Ich habe in der Familie Leute, die bei Action arbeiten. Ich darf das sagen. Ich habe wirklich gedacht, das Ding ist überhaupt gar nicht zu benutzen. Ja, denkste. Ich habe jetzt ein paar Fotos damit gemacht, damit ich euch auch natürlich irgendwie hier mal einen Vergleich zeigen kann. Bevor ich das aber mache, zeige ich euch Folgendes. Ich habe nämlich nicht nur ein paar Fotos gemacht, sondern auch einen ganz bescheuerten Vergleich. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt, muss eben gucken, ich vergesse jedes Mal den Namen. Wie heißt denn diese Seite? Wartet kurz, ich muss es zeigen. Klick hier. TheDigitalPicture.com. Könnte ich, wenn ich es nicht vergesse, unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr auf jeden Fall Objektive miteinander vergleichen. Und jetzt habe ich tatsächlich den Vergleich gemacht, wo mich vielleicht viele für lynchen würden. Und das macht auch im Grunde gar keinen Sinn. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und zwar den Vergleich RF2470 mit einer durchgehenden Blende von 2,8 habe ich verglichen mit ihm hier. 2870. Mit einer Blende von, Moment, 3,5 bis 5,6. Damit es einigermaßen gleich ist, habe ich zumindest die gleiche Brennweite eingestellt. Und jetzt zeige ich euch mal eben kurz das Ergebnis. Ihr seht doch hier, dass das Bild von der Canon definitiv ein bisschen schärfer ist. Aber sieht jetzt das Bild von der Sony so viel unschärfer aus, so viel schlechter? Also ich finde ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, überhaupt nicht. Also wenn man mal so roundabout, damit man es einfach besser im Kopf hat, ein 10-mal günstigeres Brennweiten-Zoom-Objektiv in einer Kombination 2870 irgendwie kauft, viel leichter, 600 Gramm leichter daherkommt und im Grunde eine Kombination aus Kamera und Objektiv hat, die dafür sorgt, dass man super gut und toll unterwegs sein kann, im Urlaub oder wo auch immer auf Reisen und unterm Strich ja die Bildqualität gar nicht so viel schlechter ist. Also die ist ja jetzt nicht 10-mal schlechter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Und man sieht auch den Unterschied eigentlich ja nur auf dieser Skala. Kein Mensch fotografiert doch durchgehend diese Skalen. Heißt das Skalen oder Skalas? Skalö? deswegen habe ich mal ganz normale Bilder gemacht. Passt auf. Diese Bilder, die ich euch jetzt hier nacheinander zeige, die sind alle mit dem 2870 von Sony aufgenommen. In unterschiedlichen Brennweiten und dann da natürlich auch verbunden in unterschiedlichen Blenden. Aber jetzt seid doch mal bitte ganz ehrlich. Erkennt oder würdet ihr hier erkennen, dass es sich hierbei um ein so günstiges Einstiegs-Kit-Objektiv handelt, wenn ihr euch die reinen Fotos anguckt?
klar sieht man bestimmt irgendwie einen großen Unterschied, wenn man dann hinterher in das Bild reinkroppt. Das ist übrigens was, was ich sowieso nicht verstehe. Das Erste, was man heutzutage macht mit digitalen Bildern, erstmal reinkroppt, 400%. Mal gucken, wie das dann hinterher aussieht. Ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also ich finde es wirklich gut. Und das sage ich als jemand, der eigentlich hochnäsig wie er ist, also nicht wirklich, aber der eigentlich immer darauf Wert legt, qualitative Objektive zu haben. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte mir das mal jemand vor 2 Wochen gesagt, hätte ich gedacht, ja hier, du hast doch wohl nicht mehr alle Latten auf dem Brett. Na gut, okay, also Gewicht hat mich schon mal überzeugt, Preis hat mich auch überzeugt und Bildqualität hat mich auch überzeugt. Irgendwo muss doch jetzt hier ein Haken sein. Also abgesehen von dieser Spritzwassergeschichte, was für mich jetzt nicht wirklich ein Haken ist, weil ich jetzt nicht derjenige bin, der den ganzen Tag irgendwie unter Wasser fotografiert oder im Staub. Aber okay, alles klar, Moment, ganz kurz. Autofokus, der ist jetzt bestimmt richtig scheiße. Ganz ehrlich, der Augenautofokus sitzt immer auf dem Punkt. Der Autofokus generell sitzt immer auf dem Punkt. Ich habe hier mal ein ganz kleines, blödes Video gemacht mit meinem Smartphone dahinter. Ich habe euch das mal versucht, irgendwie aufzunehmen. Und ich habe auf das Objektiv im Vordergrund gefokussiert. Und zwar immer unten auf diesen schwarzen Fokusring. Und im Hintergrund dann auf das weiße Kissen. Theoretisch haben wir jetzt hier 2 Bereiche, die relativ kontrastlos sind. Und mit solchen Bereichen hat das Fokussystem eigentlich immer Probleme. Aber hier geht das nicht nur rasend schnell, sondern auch jedes Mal sehr, sehr treffsicher. Da war ich sehr überrascht und ich muss ganz ehrlich sagen, das kenne ich von meinem RF 2470 nicht. Da habe ich diverse Male schon auf helleren Oberflächen oder auf dunkleren Oberflächen fokussieren wollen und dann fing das Objektiv an zu pumpen, weil er nicht genau wusste, wo bin ich denn jetzt, was muss ich jetzt überhaupt machen und so weiter und so fort. Diesen Effekt, den ich jetzt dann mit dem Canon sozusagen gewohnt war, gut, ist natürlich auch ein bisschen unfair der Vergleich, weil ich das ja schon seit über mehreren Jahren irgendwie in Benutzung habe. Aber diesen Effekt hatte ich jetzt hier mit einer exzessiven Nutzung mit dem 2870 noch nicht. Und nochmal, hallo, nochmal, ich sage das nochmal, das Ding ist fast 10-mal günstiger als das 2470 von Canon. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf in den nächsten Tagen, ich weiß es nicht. Ein bisschen ausprobieren darf ich die Kamera noch. Ich habe auch das 3514, das nippe ich übrigens gerade auf, das werde ich auch noch testen und zwar nächste Woche. Aber bis hierher bin ich erstmal so richtig, richtig, richtig überzeugt und zwar positiv überzeugt von diesem günstigen Objektiv. Ich möchte jetzt auch gar nicht technisch darauf eingehen, weil es gibt, glaube ich, unendlich viele Videos von diesem Teil. Und das ist ja auch nicht ein neues Objektiv, das gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Deswegen möchte ich euch damit nicht langweilen. Ich will euch nur sagen, es gibt vielleicht da draußen Leute, die vielleicht in einer Situation sind, die sich eine, keine Ahnung, neue Kamera kaufen möchten oder generell in das Kamerasystem einsteigen wollen und vielleicht eine gute Kamera kaufen und sich irgendwie versuchen oder nicht wissen, was für ein Objektiv brauche ich denn jetzt und so weiter und so fort. Dann kann ich, zumindest wenn ihr bei Sony seid, tatsächlich sagen, dass ihr mit diesem Zoom-Objektiv 28-70 also preis-leistungsmäßig, echt nicht viel verkehrt machen könnt. Damit könnt ihr wunderbar Städtetrips machen, auf Reisen gehen, mal irgendwie am Wochenende, keine Ahnung, Cuxhaven besuchen oder wo auch immer ihr hin wollt. Und ihr habt nicht das Problem, dass ihr ständig eine mehrere Kilogramm schwere Ausrüstung mit euch mitschleppen müsst. Also ich spreche da ja wirklich aus Erfahrung. Ich meine, meine R5 plus 2470 ist einfach ein schweres System. Und selbst wenn ich da mein Nierengurt, wollte ich schon sagen, meinen Schultergurt drum mache und ich das und die Kamera jetzt mal nicht aktiv benutze und mir die über die Schulter lege, ja Freunde, nach einer halben Stunde habe ich hier, wie das einige Frauen mit so großen Brüsten haben, die haben dann hier so Striemen, habe ich dann auch. Einseitig natürlich. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist eine schwere Kombination. Und im Grunde bekomme ich die gleiche Bildqualität, sehr ähnlich, sagen wir es mal so, eine sehr, sehr ähnliche Bildqualität mit sogar einem für mich gefühlt einen besseren Autofokus, für weniger Geld und viel, viel leichter. Das ist natürlich, wie gesagt, gerade für so Leute, die dann mal irgendwie einen Wochenendtrip machen oder wie auch immer und einfach ein paar Fotos machen wollen, ideal. Also besser geht's doch gar nicht. Klar, das Objektiv würde ich nicht mitnehmen, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, weil dafür fehlt mir einfach ein bisschen Licht. Aber darum geht's auch gerade gar nicht. Fazit, kaufen. Und genau aus diesem Grund, und das müsstet ihr eigentlich mittlerweile auch wissen, die Sachen, die unten bei mir in der Videobeschreibung stehen, das sind alles Dinge, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Und dieser Kandidat wird dort auf jeden Fall einen Platz finden. Nächste Woche geht es weiter, dann mit dem 3514, was mich gerade aufnimmt. Da habe ich auch schon sehr viel mit ausprobiert und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also wie gesagt, es zaubert mir wirklich ein Grinsen ins Gesicht. Es gibt aber auch so 1-2 Sachen, wo ich sage, na,
Da stimmt doch was nicht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet nächste Woche wieder ein. Und bitte, ganz ehrlich, vergesst doch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kann doch nicht sein. Kostet doch nichts. Tut nicht weh, kostet nichts, gar nichts. Das Einzige, was kostet, das könnt ihr natürlich auch machen und mich dahingehend unterstützen. Mitglied werden, Mitglied meines Kanals, mit einem kleinen Obolus jeden Monat, unterstützt ihr meinen Kanal. Ihr bekommt dann dafür aber natürlich eine ganz besondere Behandlung. Massage einmal die Woche und so weiter. Nein, aber wenn ihr Fragen habt, gehe ich mehr auf eure Fragen ein. Ihr seht ein bisschen oder könnt ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Zwischendurch mache ich mal ein paar Umfragen und so weiter und so fort. Daran könnt ihr dann total gerne teilnehmen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Also, bis nächste Woche. Ich freue mich wieder, euch wiederzusehen, wiederzuhören, wiederzu. Ich sehe euch ja gar nicht. Also diese Zukunft. Ich glaube, das Internet setze ich nicht durch. Echt nicht.